Was ist? Entschuldigen Sie bitte. Ja, glauben Sie? Wie bitte? Aha. Das ist es also. So ist das. Ja, bitte, es ist geschlossen an sich. Ah ja? Ja, ich habe jetzt gerade das Schild da bitte an die Türe gegeben. Ich muss Inventur machen. Ja, ja. Das müssen wir alle einmal. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe auch die Kaffeemaschine schon ausgeschaltet. Ne? Das ist, Sie müssen verzeihen, aber bitte entschuldigen Sie, es ist Jänner und die Bücher müssen in Ordnung gebracht werden. Ja, ja, ja. Es ist Jänner. Bisschen spät fürs ins Ordnung bringen. Hm? Ja. Aber noch nicht zu spät. Ja, natürlich. Wie recht Sie haben. Ja. Aber bitte dürfte ich Sie jetzt trotzdem bitten, etwa. Ich freue mich, wenn Sie ein andermal mein Gast sind. Ihr Gast? Nie! Ja. Wenn ich auch viel verloren habe, aber meine Würde noch nicht. Und sollte ich mich entschließen, in diesem Lokal etwas zu konsumieren, dann zahle ich mir das selber. Ja. Bis auf den letzten Groschen. Ja. Unter diesen Umständen dürfen Sie aber nicht rechnen, dass Sie Trinkgeld kriegen, ne? Nein, das ist selbstverständlich nicht. Ich bin ja der Besitzer, nicht? Also, bitte, ich muss jetzt schließen. Wann Sie schließen, das überlassen Sie mir, ja? Aber hören Sie, das geht. Ach, sind Sie von der Lebensmittelpolizei? Bitte, da kann ich Ihnen alles erklären. Alles erklären. Da ist sicher wieder die Frau Neuberger schuld daran an der ganzen Geschichte. Ja, ja, die hat schon einmal versucht, mich da in Schwierigkeiten zu bringen, nicht? Das ist nämlich, Sie werden vielleicht darüber lachen. Also, auch ob ich lache und wann ich lache, das werden Sie auch mir überlassen, ja, verstanden? Ja, ja, natürlich, aber schauen Sie, es ist nämlich so, es klingt ein bisschen dumm, nicht? Aber in meinem Alter und in dem Alter der Dame, bitte, weil ein Teenager ist sie auch nicht mehr ganz, aber es ist Eifersucht. Na ja. Wenn Sie so ordinär ausdrücken wollen. Bitte, ich meine, ja, aber ich weiß nicht warum. Ich meine, finden Sie das ordinär? Finden Sie das ordinär so? Ordinär und geschmacklos. Geschmacklos? Ah, sprechen Sie von meinen Mehlspeisen, bitte. Hat sie Ihnen eine Probe gebracht, ja? Da kann ich Ihnen sagen, sie hat sie auf die Heizung gelegt, garantiert, 2 Tage lang. Da wird die beste Creme sauer, glauben Sie mir. Aber bitte, kosten Sie, bitte schön. Alles, was da ist, bitte schön. Schauen Sie, ne, das ist zwar nicht mehr viel da, aber bitte, was da ist, nicht wahr? Da haben wir hier bitte eine Maroni-Torte, nicht wahr? Ist da Haseschnitte, nicht wahr? Und eine Topfenmohnschnitte. So, bitte. Ein Servietterl und bitte sehr, Herr Inspektor, bitte, bitte. Aha, Sie wollen nicht. Und warum? Weil, wenn ich so Ihren Charakter überdenke, ich nicht sicher bin, ob Sie nicht versuchen wollen, mich zu vergiften. Also ein Firmling ist gegen dich ein schwacher Esser, Franz. Ich krieg schon Gallenbeschwerden, wenn ich da nur zuschaue. Ja, schau woanders hin. Ja, lieb hast du das gesagt. So charmant und höflich. Wie es halt so deine Art ist, ne? Ja. Und was die Firmung anbetrifft. Apropos Firmung, Franz, ich frage dich, hast du besondere Wünsche für den Programmablauf? Prater vielleicht und dann Ausflug auf den Kahlenberg. Du brauchst das nur aussuchen. Du, gut, jetzt hör auf mit diesen dummen Witzen, wenn ich von der Firmung rede. So meine ich natürlich die Firmung, die ich einmal gehabt habe, wie ich ein Bub war. Mhm. Und da habe ich nun wirklich nicht sehr viel gegessen. Mhm. Du wirst dich noch erinnern, der Papa hat da großen Wert darauf gelegt, die Firmung ist eine heilige Handlung und soll nicht entheiligt werden dadurch, dass man nachher mit der Hutschen im Brater herumfährt, sondern außerdem hat er gemeint, der Firmgöt soll ein sehr honoriger, anständiger, aber keineswegs ein reicher Mann sein. Na, was haben wir gemacht? Wir sind also hinaufgefahren auf den Kobenzl, haben hinuntergeschaut auf Wien. Es war ja damals noch sehr hübsch zum Anschauen. Donauturm hat es noch kein Panorama. War ein wunderschönes Panorama. Ja. Aber was das Essen anbetrifft, dann habe ich ein Stück Torte gegessen. Das war alles. Ja, da befindest du dich in einem Irrtum. Das war nicht alles. Du hast 2 Stück Torte gegessen. Meins hast du nämlich auch noch aufgefressen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist wiederum eine deiner obligaten, ausschmückenden Geschichten. Wo soll ich schmücken bei einer nicht genossenen Torte? Ich kann mich daran
überhaupt nicht erinnern. Macht ja nichts, Franz, macht ja nichts. Das Gedächtnis lässt halt ein bisschen nach im Alter, gell? Ja, Guido, darf ich dich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass du der Ältere von uns beiden bist? Schon, aber mein Gedächtnis lässt nicht nach. Also das damals mit der Firmung und mit deiner Torte, das war so... Jetzt hör endlich mal auf mit dieser blöden Torte, grüße Gürten! Herr Sektionschef, haben gerufen? Nein! Bitte nicht. Das ist so. Frau Sokol! Frau Sokol! Muss ich vielleicht jetzt jedes Mal ein Bittgesuch an Sie einbringen, wenn ich mit Ihnen reden will? Das wäre mal eine nette Idee, Herr Sektionschef. Aber gerade haben Sie doch gesagt, Sie haben nicht gerufen. Sie, was ich gesagt habe, das brauchen Sie mir nicht zu erklären, das weiß ich selber noch. Ich meine, mein Gedächtnis ist noch tadellos in Ordnung, auch wenn manche Leute das Gegenteil behaupten. Also behauptet habe ich's nie, nur ab und zu mit der Knefrau drüber diskutiert. Also das ist wirklich das Letzte. Nein, nein, Herr Sektionschef, da brauchen Sie mir gar nicht gefallen. Das Letzte ist ja so ein bisschen Gedächtnisschwund nicht. Da kommt nur Zipperlein und Rheuma. Manche ertauben sogar. Ich will mit Ihnen dieses Thema nicht diskutieren. Wie Sie wünschen, Herr Sektionschef. Unglaublich, was die Sokol da. Das ist das. Frau Sokol! Herr Sektionschef, könnten Sie sich vielleicht für etwas entscheiden? Wollen Sie mit mir sprechen, wollen Sie nicht mit mir sprechen? Ich komme nämlich jetzt vor wie eine Kuckucksuhr, eine Hinige, die statt jeder Stunde, jeder Minute den Kopf ausstreckt. Ja, hat meine Frau Ihnen irgendetwas Genaueres gesagt? Worüber? Darüber, wann sie wieder nach Haus kommt. Um 5 Uhr genau, wie Ihnen. Haben Sie sonst noch Befehle oder Wünsche, bitte? Ich stehe sehr, sehr gern zur Verfügung, obwohl da hinten bei meiner Abwasch das Wasser überrinnt, die Kuchel unter Wasser ist. Aber was ist das alles im Vergleich zu einem netten kleinen Plausch mit Ihnen, Herr Sektionschef, nicht wahr? Naja. Mein Lieber, jetzt verstehe ich schon, warum du heute so spinnert bist. Ich bin spinnert? Die Sokol ist spinnert und du bist spinnert mit deiner Torte. Nur ruhig, nur brav, ganz ruhig sein. Das Frauerl ist weg, gell? Ja, da sind wir halt nervös und da tut das Hundi ein bisschen knurren. Du red nicht mit mir wie mit einem kleinen Kind. Und endlich bitte, jetzt ist es bereits, ja bitte, es ist also schon, warte, 8 Minuten nach 5. 5 Uhr, hat sie gesagt. Aber bitte, es ist ja unglaublich. Nicht wahr? Diese Rücksichtslosigkeit. Und weißt du, wo sie ist? Sie liest Gedichte in einem Pensionistenclub. Aber geht, das ist aber nicht rücksichtslos von ihr. Ich finde das sehr lieb von ihr. Du, also wenn sie Gedichte lesen will, dann soll sie es bitte mir vorlesen. Franzl, was bist denn du für ein grauslicher Egoist? Außerdem bist du gar kein Typ für Lyrik, ich bitte dich. Du möchtest dabei einschlafen? Und laut schnarchen. Und das wäre für den ausübenden Künstler ziemlich frustrierend. Ja, die Hila hat schon recht, wenn sie sich ein besseres Publikum sucht. Sehr gut, ja, bitteschön. Aber am Samstag, ausgerechnet am Samstag, bitte, was ist zum Beispiel, wenn Besuch kommt? Nicht wahr? Dann sitze ich allein da und schau blöd. Warum? Warum? Warum schaust du blöd? Moment, Elfi, das ist die Höhe. Du gehst auch noch auf mich los. Ich meine, bitte, wo ich dir gegenüber immer größte Rücksicht nehme und Langmut entwickle. Ja, bitte, ich reg dich nicht auf. Nein, wenn er will, dann darf er, gell? Sagen Sie, hat sie wer ausgetauscht? Wieso? Sie sind ja heute von so ungewohnter Eleganz, sogar mit einer Krawatte. Nur um Ihnen eine Freude zu machen. Ich habe überhaupt beschlossen, ab jetzt nur mehr allen Menschen Freude zu machen. Ja. Diesen milden Ton, den heute nicht aus, das ist ja furchtbar. So ist er jetzt schon die ganze Zeit. Also unten vorhin bei uns in der Wohnung hat er derart salbungsvoll mit der Petra geredet, dass die fluchtartig das Haus verlassen hat. Und wie geht es Ihnen, lieber, guter, bester Onkel Guido? Meinen Sie mich? Ja. Es geht, dank der Nachfrage, es geht. Und es könnte ein bisschen besser gehen. Ist wahr, aber dann kommen Sie doch, dann reden wir doch darüber, lieber Onkel Guido. Ich bin sicher, dass wir die Ursache Ihres Unbehagens schnell herausfinden werden. Also bin ich misstrauisch. Misstrauisch, bitte setzen Sie sich an meine andere Seite, geliebte Ex-Schwiegermutter ins B. Wir werden uns auch gleich über Ihr Misstrauen unterhalten. Bisschen müssen Sie nur warten, weil jetzt ist der Onkel Guido an der Reihe.
Also, lieber Guido, warum geht's uns denn schlecht? Hm? Warum? Danke, bitte nicht zu mir. Wissen Sie was? Sind wir lieber gleich böse, nicht? Das erspart Ihnen eine Analyse meiner schlechten Eigenschaften. Aber lieber Onkel Guido, es ist ja nur so, wissen Sie, ich habe mir schlicht und einfach vorgenommen, ja, in diesem Jahr erstens eine absolut salonfähige Diktion an den Tag zu legen, ja, öfter als bisher Krawatten mir umzuhängen, aber in allererster Linie ein guter Mensch zu sein. Aha, habe aber noch gar nichts davon bemerkt, obwohl heute der 25. glaube ich. Genau, ja, gut, das ist eine kleine Anlaufzeit, ich meine, die braucht jeder, aber jetzt ist es soweit. Also, lieber Herr Sektionschef Born der Weisheit, entrunzeln Sie die sorgenvoll gefurchte Stirn, lächeln Sie, wir wollen uns jetzt alle ganz, ganz lieb haben. Sind Sie vielleicht von der Baupolizei? Bitte, da ist bei der Kommissionierung alles geprüft und in Ordnung befunden worden. In Ordnung? Alles. Bei Ihnen? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ja doch, es ist alles wie verlangt. Zwei Toiletten für eine Dame und einen Herrn, bitte. Und also, bitte, das heißt, ich meine für eine Dame und für einen Herrn. Nicht? Und dann einen ebensolchen Notausgang hinten herum. Also wegen bitte so einer kleinen Lokalität, das ist ja nicht zu fassen. Ja, aber bitte, es ist doch alles, gesetzlich, bitte. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bitte Sie, sagen Sie mir doch das endlich. Ja, können Sie sich das nicht vorstellen? Nein. Ich bin, und jetzt erzittern Sie, die Nemesis. Ja? Ah, die Nemesis. Ja, bitte entschuldigen Sie vielmals. Ich bin ja ganz. Die Name. Das ist deshalb, weil Sie so ausschauen. Wissen Sie deshalb, weil Sie so ausschauen. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich habe Sie für einen Herrn gehalten, gnädige Frau. Sagen Sie, wollen Sie mich pflanzen? Oder sind Sie so deppert? Ja, nein, natürlich nicht. Ich bin völlig durcheinander. Entschuldigen Sie vielmals, ich bin Herr Neme, Frau Nemetschitsch. Also Zuckerbäcker, Sie Ignoranter, sowas hat einen Gewerbeschein. Nemesis ist die Rachegöttin, ja? Ja, verstehe, die Rachegöttin, ja. Keine Ahnung. Also hören Sie, ich beherrsche mich sehr. Ja. Noch, ja. Aber nicht mehr lang. Ja. Ich frage Sie von Mann zu Mann. Hat sie jemals von mir gesprochen? Mann! Also doch, was Sie sind ein Mann. Antworten Sie, was? Hat sie von mir gesprochen? Die Rachegöttin, die Nemetschitsch? Nein. Sehr wenig. Ich habe eigentlich sehr wenig Verbindung, bitte, mit ihr. Das muss ich also wirklich sagen. Eigentlich überhaupt keine Verbindung, weil im Gesamten gesehen kann man also wirklich ruhig sagen, dass das alles ein riesiger Irrtum ist. Und darum möchte ich Sie sehr, sehr bitten, wenn Sie das alles in einer anderen Lokalität tun täten. Also, bitte. Das täte Ihnen so passen. Wie? Ja, natürlich täte es mir so passen, weil ich weiß wirklich nicht, was ich mit Ihnen tun soll. Ja, was glauben Sie denn? Ich bin so ein armseliges Würstel, dass ich Ihre Hilfe brauche. Oh, das auch. Schau aus wie ein Würstel! Nein, natürlich nicht, bitte. No. Ich habe solche Schmerzen. No. Sie sind selbstverständlich nicht ganz und gar nichts. Sind Sie ein Nein, bei genauerer bitte, Betrachtung, da sehen Sie sehr gut aus. Wirklich so gewaltig. Ein Mann mit Format. Also, bitte, sehr, sehr fesch. Wirklich. Na ja, du hast nicht übertreiben. Ne? Nein, würde ich nie. Sie sind, was man so sagt, ein gestandenes Mannsbild. Naja, das vielleicht. Aber Sie nicht. Nein, ich nicht, bitte. Mocht ja auch gar nichts. Ja, deswegen verstehe ich ja die Sache nicht. Ja, was denn? Was verstehen Sie denn nicht, bitte? Da dürfte ich Sie vielleicht jetzt bitte zur Tür bringen? Nein, Sie wollen also nicht. Es ist mir zwar etwas zwider, ja, und Sie dürfen ja nicht glauben, dass ich nachgebe oder dass ich Ihnen gar verzeihe. Ja. Aber jetzt können Sie mir was zum Trinken bringen. Ja. Wissen Sie,
Das nimmt mich doch viel mehr mit, als ich geglaubt habe. Ja, natürlich. Sie müssen in dieser Angelegenheit waren meine Gefühle immer sehr zart. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber keinen Kaffee, gell? Nein. Der regt mich auf. Nein, keinen Kaffee. Wenn ich irgendwas was Anständiges hätte, ein Schlafmittel oder ein Brom. Haben Sie ein Bier? Ja, Bier, ja. Aber regt Sie das bestimmt nicht auf? Ich meine, garantiert nicht? Na, doch. Aber nicht sofort. Erst so circa in einer halben Stunde. Ja. So, bitte. Also, schauen Sie. Ich werde Ihnen jetzt allen helfen. Ja? Wer hat das verlangt? Niemand, aber das ist ja das Charakteristische an einem guten Menschen, ist ja, dass er auch unverlangt Hilfe leistet. Nämlich, schauen Sie, es ist so, in dieser Familie ist der Wurm. Ja, Sie sind ja bei uns. Herzlich, aber wenden wir uns gleich an Sie, liebe Elfi, nicht? Beginnen wir mit der Elfi. Was ist denn so Schlimmes passiert? Es ist alles nicht halb so arg, wie Sie glauben. Der Ernstl hat eine Freundin, die Tochter hat Schulschwierigkeiten, die andere Tochter ist vor der Mutter auf einen anderen Kontinent geflüchtet, der Sohn nicht ganz so weit, studiert aber auch lieber in Innsbruck, wo er außer der Reichweite der Mama ist. Und der kleine Oliver, der kann nach 4 Monaten Schule noch keinen zusammenhängenden Satz lesen. Na, so arg ist das alles? Überhaupt nicht. Es lässt sich alles auf einen schönen gemeinsamen Nenner bringen. Aha, na, da bin ich aber neugierig. Derjenige ist, dass Sie, liebe Elfi, auf der ganzen Linie versagt haben. Entspannen und ruhig zuhören. Schauen Sie, die Tatsache, ja, dass ich Ihnen jetzt praktisch diese Kenntnis mitteile, bewegt uns schon auf einen Wege der Besserung. Würden Sie bitte meine Hand loslassen? Nein, ja? Nicht, Sie sollen das Gefühl haben, dass sie immer eine Hand hält, wenn sie das Gefühl haben, dass sie stürzen. Müssen aber auch natürlich von dieser stützenden Hand sich die Wahrheit sagen lassen. Denn Freundschaft darf keine Feigheit kennen. Also ich kann dieses Gerede des Sonntagpredigers nicht mehr anhören. Wenn ich sowas hören will, dann schaue ich mal Christ in der Zeit an. Würde Ihnen nichts schaden, wenn ich mir das erlauben darf. Denn kommen wir jetzt von der Elfi zu Ihnen, lieber Herr Sektionschef. Was sind denn Ihre Hauptfehler? Ihr Egoismus, der Starrsinn, die Ungeduld. Und etwas innere Einkehr und ruhiges Betrachten würden auch vielleicht aus Ihnen einen gütigeren und verständnisvolleren Menschen machen. So, glauben Sie, in seinem Alter? Du, Moment, gut, auf wessen Seite bist denn du? Und Sie, Herr Heinz, überspannen Sie den Bogen nicht. Sie wollen da wahrscheinlich appellieren an dieses Recht der Gastfreundschaft, wo selbst die Wilden dann an Fremden nicht erschlagen. Aber es könnte sein, dass ich also ausufere und dass ich mir erlaube, dieses Recht zu übertreten. Mhm. Aber wo? Ich schaue ja durch Ihre harte, rostige Schale hindurch in Ihr mildes, butterbotzweiches Herz. Sie sind heute aufgebracht, ist ja auch verständlich. Weil was ist denn passiert heute? Die liebe Frau Sektionschef widmet sich heute nicht nur einem Senior, wie üblich, sondern mehreren. Aber gönnen Sie doch das. Diese Frau möchte auch einmal einen schönen Samstagnachmittag haben. Also Heinz, Sie, das ist jetzt der... Ganz ruhig, gönnen Sie es ihr. Weil ich meine, was hat denn diese Frau an Ihrer Seite? Was hat denn die schon vom Leben? Ja, bitte gönnen wir es ihr. Weil stell dir vor, die arme Hilla würde hier jetzt bei uns sitzen und müsste sich auch vom Heinz beleidigen lassen. Beleidigt? Hab ich Sie beleidigt? Ja, haben aber, Sie. Liebe Elfi, ein Freund wie ich, ein Freund kann einen nicht beleidigen. Und das ist ja auch nur das pfeilschnelle Mündchen, dass das so dahin plappert. Ich meine, im Herzen denken Sie ganz anders. Wenn mein Herz Ihnen noch eine Minute zuhört, dann braucht es einen Schrittmacher. Lieb, ist sie lieb und wie immer einen Scherz im Köcher, unsere Elfi. Aber jetzt zu Ihnen, lieber Guido. Nein, danke, bitte nicht zu mir. Ich habe schon einmal gesagt, sind wir lieber gleich böse und Sie ersparen sich, wie gesagt, eine Analyse meiner schlechten Eigenschaften. Sie haben keine.
Ist das nicht fantastisch? Was? Sie haben keine schlechten Eigenschaften. Sie sind, möchte ich sagen, ein Katalysator, wo die gesamte Familie oben den psychischen Mist hineinschüttet und unten kommt derjenige wieder geläutert und umweltfreundlich heraus. Ich bin ein Katalysator. Bitte, Franz, bitte einen Cognac. Mir ist ein bisschen schlecht. Ja, bitte, mir auch. Nein, du nicht. Denk an vorigen Samstag. Ja, aber mir bitte schon und dann werden wir bei einem Glas guten Cognacs alles besprechen. Wir haben nichts zu besprechen. Doch, doch, wir haben viel zu besprechen. Ich habe nämlich vorgenommen, Ordnung in die Verhältnisse zu bringen. Ja, bitte bringen Sie Ordnung in Ihre Verhältnisse, aber lassen Sie unsere gefälligst aus. Nein, das darf ich nicht, Herr Sektionschef, weil das wäre egoistisch. Aber bitte, das Stichwort soll bleiben, Verhältnis. Ah. Liebe Elfi. Ja, geht's auf mich, ich hab's ja gewusst. Aber nein, es nicht auf Sie. Schauen Sie, Verhältnis. Also, ich meine, der Ernst und besagte Dame. Ja, was ist denn schon dabei? Ich meine, das ist eine romantische Liebe. Und ich finde, jeder Mensch hat das Recht, einmal in seinem Leben diese Art von Liebe zu erfahren. Ja, haben Sie vollkommen recht. Einmal. Und das hat er ernst. Einmal mit mir. Und jetzt ist Schluss. Ach, das wird die Hila seine Herrscher läuten. Also, wenn sie mir jetzt noch erklären wird, sie muss nur länger wegbleiben, dann werde ich ihr was erzählen. Also, mein lieber Heinz, Ihre gute Menschenrolle, wirklich in allen Ehren, aber Sie üben sie so nach dem Motto aus, nur jemand da, den ich nicht verärgert habe. Aber bitte, Sie können das nicht wieder so werden, wie Sie einmal waren. Ja, so richtig desinteressiert am Schicksal jedes anderen Menschen. So, nicht ein bisschen hilfsbereit, verschlafen. Aber wenn Sie, da fällt mir auf, dass Sie mir eigentlich damals, wie Sie noch kein guter Mensch waren, richtig sympathisch waren. Auf einmal. Aber nein, das ist wirklich unmöglich. Ich kann diesen Rückfall, das ist ausgeschlossen. Wir haben nicht einmal noch Ende Jänner. Ich kann mir meinen festen Vorsatz, ich kann es meinem Charakter einfach nicht erlauben, dass er so schnell über Bord geworfen wird. Also nicht der Charakter, ich meine der Vorsatz. Ah, der Vorsatz. Eigentlich wollte ich ja zum Rauchen aufhören. Ja, bravo. Ja, oder dann wollte ich in diesem Jahr keinen Tropfen Alkohol anrühren. Dies wäre wirklich nicht schlecht. Schauen Sie, in Ihrem jugendlichen Alter, da zerstört er ja noch die Gehirnzellen. Aha. Bei mir ist es wurscht. Ich meine, ab 70 ist der Alkohol Medizin. Ja, mag sein. Aber jedenfalls bei mir hat das weder mit dem Alkohol noch mit den Zigaretten geklappt, was ich mir schon öfter vorgenommen habe. Aber dieser Vorsatz, ein wirklich guter Mensch zu sein, ich glaube, das könnte klappen. Ja, es ist leider nicht die Hila gewesen. Weiß ich, was mit der los ist. Es war der Janek. Ich meine, der hat schon wieder um irgendeine Katastrophe. Jeden Samstag. Nicht, weil der bloß was ins Telefon geflüstert. Geflüstert? Vielleicht ist der Arme krank. Aber gar keine Spur. Der ist nicht krank. Der fürcht sich nur vor irgendeinem Fremden, der da ist und der ihn bedroht. Nicht wahr? Und wir soll irgendeiner von uns herunterkommen und ihm helfen. Helfen, Hattie? Helfen? Hopp, hopp. Ja, natürlich, gern. Ja, ich meine, nur was hat er mit helfen gemeint? So eine, ist das eine Form von körperlicher Arbeit? Na, kommen Sie, ein guter Mensch wird gebraucht. Körperlich oder nicht, das kann doch seinen edlen Charakter, das kann dem doch wurscht sein. Kommen Sie. Hinunter, gehen wir. Kommen Sie mit helfen? Nein. Meine Vorsätze für dieses Jahr sind ganz anderer Art. Ich bin nicht karitativ. Aha. Na gut, dann gehe ich halt allein helfen, liebe Familie. Oh. Gott sei Dank. Also ich muss sagen, den Heinz als Menschheitsbeglücker hätte ich jetzt nicht mehr ausgehalten. Ja, ich auch nicht. Ich meine, das war ja eine ungeheure Frechheit, was er da über mich gesagt hat. Bitte, das, was er dir vorgeworfen hat, helfe, bist mir nicht böse, aber da war schon einiges dran. Nicht wahr? Zum Beispiel, dass die Niki also überhaupt nicht mehr zurückkommen will aus Amerika, nicht wahr? Und dass der Tommy ausgerechnet nach Innsbruck studieren geht, also ob du da so völlig schuldlos dran bist, nicht wahr? Auch mit der Petra machst du das nicht sehr gut, nicht wahr? Und dass der Oliver noch immer nicht, also wirklich, das ist ein bisschen, also dass, wenn du also ein bisschen nachgeholfen hättest, hättest du so. Ja, bist du fertig, ja? Ja. Jetzt fehlt nur noch dein Schuldspruch in meinem Problem mit dem Ernst. Bitte, wie lautet der? Ja, bitte nicht, dass ich mich da hineinmischen möchte. Durchaus nicht. Aber nach meiner Meinung hat der Heinz mit deinem Egoismus nicht so ganz unrecht. Ich sage nur Firmung und
Torte. Nun, so 100 bis 200 ähnliche Vorfälle, die fallen mir noch spielend ein. Nehmen wir also einmal den günstigsten Fall an, ja? Ja, tun wir das. Also, nehmen wir einmal an, dass Sie von meiner Existenz bis heute nichts gewusst haben. Ja, ich schwöre es. Gar nichts, nichts habe ich gewusst. Und Sie haben sie auch nicht gefragt. Das ist unedel. Ja, das ist es auch, ja. Ich habe auch nicht. Ich gebe es auch zu. Ich hätte fragen müssen. Aber bitte wen? Na, Sie! Die Frau, die Sie umgarnen, mit Ihrem ganzen kapitalistischen Hintergrund als Konditoreibesitzer. Ach, Sie meinen Sie, die meine... Aber ich bitte Sie, aber... Aha. Jetzt springt Ihnen das schlechte Gewissen aus allen Knopflöchern. Ja, nein, wieso denn bitte Sie? Oh Gott, Sie hat mir doch erzählt, dass sie verlobt war. Es ist aber schon längst aus... Hat sie gesagt, ich kann ja nichts dafür. Sie lebt ja schon die ganze Zeit allein in Baden, nicht? In einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer ganz kleinen Dusche und einem winzigen Balkon, nicht? Und wie kann ich denn annehmen, dass da das irgendwo noch... Ihre Verschleierungstaktik ist durchsichtig. Baden. Baden? Sie lügen! Aber nein, ich lüge doch... Herr Gran! Nein! Herr Jannik, unverzagt, die hilfreiche Kavallerie ist eingetroffen, wie im Wildwestfilm. Wo sind die Indianer? Nein, Kagran nicht dort, bestimmt nicht, Herr. Was heißt denn das bitte, wer Mama? Ach, das ist ja der Herr Herbert. Ja, lieber Herr Herbert, ich freue mich, aber sehr, wenn man seine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie geht's Ihnen denn? Ja, dank der Nachfrage, miserabel. Sie kennen den Herrn? Na, wer kennt ihn nicht? Das ist doch der bekannte Freund, oder soll ich vielleicht sagen, der freundliche Bekannte von der Frau Sokol. Das ist alles Vergangenheit. Bekannt, das habe ich geglaubt. Und freundlich? Nicht mehr. Aber okay, was ist denn passiert? Das tut mir leid, dass ein so freundlicher, in sich ruhender Mensch wie Sie so aus dem Gleis gesprungen ist. Das ist ja direkt ein Zugsunglück. Wer hat denn da eine Weiche falsch gestellt? Der da. Die zuckerbäckerische Hinterlist hat zugeschlagen. Ah, jetzt verstehe ich ja alles. Mein Gott, bin ich froh. Jetzt, wollen Sie mich am Ende noch verhöhnen? Na, das ist zu viel. Herr Sie, Beherrschung, adieu! Aber lieber Herr Herbert, Ruhe. Wir werden das alles in Ruhe besprechen und alles wird sich aufklären. Bitte, ich bin ja so froh. Ich bin so froh und so glücklich. Ich habe mich in ihr nicht getäuscht, in meiner wunderbaren badnerischen Mehlspeisköche. Ja, hören Sie, von wem reden Sie denn? Ja, von meiner Freundin, von meiner... Ich habe nämlich eine einzige, einmalige in Baden. Baden bei Wien. Was? Was, Sie sind gar nicht der... Ja, aber warum hat denn mein Derusel seit dem Herbst nur von Ihnen geredet? Ja. Und dann nichts mehr. Aus, plötzlich aus, nichts mehr. Eisige Stille. Nein, bitte nicht böse, aber... Es muss sich um eine Verwechslung handeln, weil das ist eine Kombination, die unmöglich ist. Ja. Ich meine, Frau Sokol und Stille. Ja, nur in meinem Leben ist sie still geworden. Aus meinem Leben ist sie ganz plötzlich und unerwartet dahingegangen. Das greift einem in direkten Griff ans Herz. Nicht wahr, Herr Heinz? Spüren Sie es auch? Und Herz wäre nicht so schlimm, aber es schlägt sich ja vom Herz direkt in den Magen. Ja, und darum wollte ich fragen, hätten Sie vielleicht so zur Gefühlsstabilisierung irgend sowas wie Golatschen, zufälligerweise? Nein, natürlich habe ich. Das wäre lieb, und wenn ich mich emotionell wieder erfangt habe, dann werden wir unserem lieben Herrn Herbert helfen. Ja? So, bitteschön. Das ist... Was? Jetzt ist der Michael. Eigentlich wollten wir ja Ihnen nur helfen, das Missverständnis aufzuklären. Ja, kein Wunder gibt's heutzutage nicht mehr. Nur Bildstörungen, wie im Fernsehen. Aber nein. Ja, nur, dass Sie sich im Leben nicht so leicht beheben lassen. Aber natürlich, alles lässt sich beheben, lieber Herr Herbert. Man muss nur einen Freund
an der Seite ja. hat. Ich habe ja keinen. Aber und ob sie neben Ihnen sitzt. Danke, danke, Herr Heinz, danke. Ich werde mich sehr bemühen, dem armen Herrn Herbert, ein sehr guter Mensch und vor allem Freund. Ich habe eigentlich also von mir gesprochen, als den Nebensitzenden. Aber ich nehme Sie gern als Assistent auf, Herr Janek. Ja, gern. Schon bitte als eine Art Dank an das Schicksal. Nicht? Wenn man selber unter so einem Glücksstern steht, dann muss man ja auch an diejenigen denken, die im momentanen Dunkel überhaupt kein Lichtstrahlung kriegen. Nicht? Ja, das haben sehr hübsch, haben Sie das gesagt. Ich finde auch, wenn so eine menschliche Seele in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen ist, muss man alles tun, um diese arme Seele wieder ans Sonnenlicht zu heben. Nicht nur muss man dabei systematisch vorgehen. Also Frage Nummer 1. Hat sich die Frage der Eifersucht positiv geklärt? Aber nein, es ist negativ. Jetzt weiß ich, gut, ich weiß jetzt, er ist nicht das Subjekt, dem ich meine, die Frau Sokol, ihre Neigung hingeworfen hat. Aber sie war ja so voll von ihm und von der Konditorei. Ja, das war ja nur rein geldmäßig. Weil sie ihr ganzes erspartes Geld in mich, das Lokal gesteckt hat. Ja, aber was ist es dann, dass sie mich nicht mehr sehen will? Oder vielmehr, wer ist es? Also etwas kann ich Ihnen zum Trost sagen, lieber Herr Herbert. Es ist sicher kein anderer Mann, weil das wüsste man. Weil ein Buch mit 7 Siegel ist ja ihr Teeroserl. Gerade nicht. Aber schauen Sie, es ist halt im Leben so. Ich meine, Leidenschaften sind wie bewegte Fluten, nicht? Ja. Die fluten heran und ebben wieder ab. Na ja, das ist ein schlechter Trost für ein Fischerl, was da im Sand liegt und vergeblich nach Luft schnappt. Mir bricht das Herz. Damit ist mir nicht gedient. Nein, natürlich ist ihm nicht gedient. Gedient ist ihm mit einer Action. Und ich werde so eine Action jetzt starten. Und zwar, indem ich die Frau Sockel anrufe und sie herzitiere. Nein, davor fürchte ich mich. Aber Sie brauchen sich nicht fürchten. Ich sitze doch neben Ihnen, lieber Herbert, und halte das bezaubernde Batschhanderl. Ja, und ich halte das andere, nicht? Ganz fest. Ja. Na, schau, ich kann Ihnen sitzen, doch bestens. Und bitte, halten Sie weiter und ich gehe. Wo darf man denn bei Ihnen gehen? Im Nebenzimmer. Im Nebenzimmer. Sehr lieb und keine Angst, lieber Herr. Sie ist alles Nein, bitte, das geht mir jetzt wirklich auf die Nerven. Ich habe genug von diesen ganzen Ratschlägen. Ach, das muss aber jetzt die Hila sein. Es ist wirklich unglaublich, was die mit ihrem Ehemann aufführt. Elfilein, schau mich doch nicht so böse an. Wir, das heißt ich, ich mein's dir ja gut. Ja, ich dir auch. Und darum mische ich mich ja auch nicht in deine diversen Beziehungen ein. Ja, das ist sehr. Ich frag dich zum Beispiel nicht, warum du das Gretel noch nicht geheiratet hast. Sehr gescheit von dir. Es geht dich nämlich nicht das Geringste an. Ja, ich danke dir. Aber bei dir ist das nicht so, gell? Du kannst dich in meine Angelegenheiten mit dem Ernst hineinmischen. Mit Vergnügen stirlst du da drin herum. Ohne Vergnügen, nur aus Pflichtbewusstsein. Sei mir nicht böse, ich find's einfach nicht richtig, dass du meinem Neffen das Leben schwer machst. Was ich ihm? Also, das ist doch wirklich ungeheuer. Bitte, hab ich Affären mit einer anderen Frau oder er? Also, was das betrifft, spielst du da auf eine Neigung an, die ich weiß nicht, oder? Das ist mal wiederum ein bisschen lang. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist. Ist der wahnsinnige Heinz, der die Sokol will. Frau Sokol! Herr Sektionschef, haben mich an der Durchreiche verlangt. Was brauchen wir denn? Also, wir brauchen gar nichts. Der Heinz will sie. Will mich? In welcher Form? Das weiß ich nicht. Der Heinz sagt, Sie müssen schnell hinunterkommen in die Konditorei, aber geschwind. Schnell und geschwind ist der Floppy, ich nicht. Überhaupt lasse ich mich von dem Heinz nicht auch noch einmal herumjagen. Es genügt, dass man mich hier herumjagt. Und allerdings zeigt der Janek unten auch Tendenzen, mich herumzujagen. Also mir ist das völlig wurscht, gehen Sie hinunter oder gehen Sie nicht hinunter? Bitte, Herr Sektionschef, wenn ich Sie höflichst ersuchen dürfte, mischen Sie sich bitte nicht in meine Angelegenheiten, ja? Wenn ich als drittelige Eigentümerin in meinem Lokal verlangte, so gehe ich. Obe, nämlich. Also wirklich, das war keine gute Idee von uns, dass wir die in das geschäftliche Komitee da mit hineingenommen haben. Die hat jetzt schon Allüren wie der Rothschild. Ist doch gar nicht recht, gell, dass deine Haushälterin deine gleichberechtigste der Geschäftspartnerin ist, weißt du? Bitteschön, ich war immer für Gleichberechtigung. Ja, aber manche sind doch noch immer ein bisschen gleicher als die anderen, gell? Und du bist all Gleicheste. Also das ist wirklich unglaublich. Das hat mir noch kein Mensch gesagt im Leben. Das war vielleicht ein Fehler. Also ich verstehe das Ganze nicht mehr. Ich meine,
Gestritten haben wir ja schon oft genug in unserer Familie, aber eine so aggressive Stimmung, die war noch nie. Sag mal, was ist mit uns passiert? Sag mir das. Ich weiß nicht, vielleicht der Auftritt vom guten Menschen Heinz, der uns alle wütend gemacht hat. Naja, das wäre ja eine Umkehrung des Grillparts, aber das Moment. Durchs Böse suchend einen Weg zum Guten. Uns scheint im Gegenteil das penetrante Gute vom Heinz böse zu machen. Wahrscheinlich. Also, lieber Herr Herbert, es wird besser werden. Es wird schon gut werden. Weil so schlecht wie jetzt kann es ja nicht mehr werden. Wer weiß. Da bin ich. Jetzt möchte ich aber doch wirklich sagen. Grüß dich, Derosen. Ja, grüß dich, Herbert. Ja, wie kommst denn du da mit her? Der Straßenbahn. Weißt, mein Auto ist nämlich seit Donnerstag beim Service und weißt du, der Verteiler hat irgendwas und die Bremsbeläge durch auch gleich erneuern lassen und dann das linke Bremslicht. Nein, aber bitte, aber liebe Frau Sockel, das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir Sie hergebeten haben. Nicht der Herr Jan. Nein. Na, was ist denn der Grund? Bitte sei nicht böse, dass ich dich störe so unangemeldet, weil ich will auch nicht, dass du glaubst, ich dräng mich auf. Nein, das glaubt sie keine Sekunde, die liebe Frau Sockel. Nein, das glauben wir wirklich nicht. Nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wäre es eigentlich zu viel verlangt, wenn die Herren jetzt vielleicht den Herrn Herbert allein reden lassen hätten? Liebe Frau Sock, es ist Folgendes. Der liebe Herr Herbert hat sich einige Sorgen ob ihres längeren Verschwindens gemacht. Wieso bin ich nicht verschwunden? Ich stehe ja da. Ja, aber das allein, dass Sie da stehen, macht unseren Herbert noch nicht so recht froh. Ja, das ist richtig. Ja? Das ist zu wenig. Ja, zu wenig. Ja, also wirklich, wär's zu viel, Herbert? Ich bitte dich, sollten wir das hier diskutieren? Nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wollte nur was fragen und jetzt weiß ich keinen Anfang. Herbert, du weißt wirklich, in unserer Freundschaft hast du keinen Fehler gemacht. Und du bist der beste Freund, den sich eine Frau überhaupt wünschen kann. Hat sie das gesagt, unsere Frau? Was ist das? Warum ziehen Sie mich denn weg? Ich glaube, wir lassen die zwei am besten allein. Naja, aber gehen wir nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob Sie schon so weit sind. Bleiben wir auf jeden Fall in Lauschdistanz. Sag mal, und die zwei hast du ausgerechnet um Hilfe gebeten? Nein, das hat sich nur so ergeben. Sie meinen's gut. Ja, wenn's die gut meinen, dann geht's auf alle Fälle schlecht aus. Na, schlechter als jetzt kann's ja gar nicht mehr werden, wenigstens für mich. Weil ich bin ja so furchtbar traurig, dass wir uns nicht mehr sehen. Herbert, das hätte ich dir so nicht erklären, weißt du. Aber du warst wirklich, du bist ein sehr guter Freund, weißt du. Aber ich bin halt nicht mehr in diesem Teenager-Alter, wo man mit Handel halten und Mond anbeten, wo das genug ist. Weißt du, ich hab gelernt, allein zu sein und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch gern allein. Ja, aber ich hab doch nie verlangt, dass du anders leben sollst, als du willst. Ich will ja nur an deiner Seite sein, wenn du mich brauchst. Siehst du, da fängt aber das schlechte Gewissen dann bei mir schon an, weil ich hab so viel zu tun gehabt, hier und oben und weißt du, und dann bin ich zu Hause gekommen, todmüde, und dann war ich so froh, dass ich mit niemand hab reden müssen. Und dann bist mir du eingefallen und dass du wahrscheinlich auf einen Anruf wartest und dann hab ich mich lieber gleich gar nicht gerührt. Telefonieren kann man doch nicht machen. Schließlich und endlich, der Partner vor Sorge wird heute wahnsinnig. Ja, Franz, ich habe gesagt, ich komme um 5, jetzt ist es 5:30. Aber normal, bin ich ein Kind, was verloren geht? Also für mich schon. Ja, der Franz hat sich aufgeführt wie ein Kind, das man im finstern Wald aussetzt. Aber mit viel Proviant. In meinem Beisein hat er 5 Stück Torte gegessen. Was er vorher gegessen hat, weiß ich nicht, das habe ich nicht sehen können. Also gut, du bist wirklich eine Regimentstrotschen. Ja, das bin ich. Und mit Genuss, kann ich dir sagen, mit Genuss bin ich das. Ich bin nämlich nie in Versuchung gekommen, ein wirklich guter Mensch zu werden, wie unser guter Heinz, weil das wäre mir zu langweilig gewesen. So, und jetzt werde ich mich in diesem Sinne verabschieden und ich gehe zum Gretel. Zu deiner Information, ich mache ja auch heute wieder keinen Heiratsantrag. Papa, grüß dich, Angela. Ich bitte dich, beruhige deinen angetrauten Brummbären, der ist ja sonst eine Gefahr für seine Umgebung, wie der sich aufführt. Was ist los? Habt ihr gestritten, oder was? Der Heinz hat mich beleidigt. Oh. Franz hat mich beleidigt. So, also dann setzt euch hin. So, wir wollen das jetzt besprechen. Und jetzt erzählt mir mal, wer hat eigentlich angefangen? Ha? Angefangen hat, glaube ich, der gute Mensch Heinz. Mit seinem Vorsatz, ein guter Mensch zu werden. Und der Franz hat ohne Vorsatz weitergemacht. Ja, aber nur, weil du zu mir gesagt hast, dass... Jetzt habe ich das vergessen, was sie gesagt hat. Ja, das ist auch besser. Ich werde euch etwas sagen. Ich finde es eigentlich eine Schande, wenn wir in unserer Situation unzufrieden sind und miteinander streiten. Wirklich. Also, es geht uns doch so gut, Kinder, das ist mir jetzt wieder aufgefallen.
wie ich bei den alten Leuten vorgelesen habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie einsam die sind. Mutterseelen allein. Keine Familie, der Partner ist weggestorben. Die Kinder scheren sich nicht um sie. Sie haben einen Lichtblick. Und das ist der Samstag. Und da gibt's den Pensionistenclub, da kommen sie. Und da haben sie mir heute zugehört. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar und wie aufmerksam die Leute zugehört haben. Rührend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wenn du mit deiner schönen Stimme Gedichte vorliest, bitte, mir hast du ja schon seit einer Ewigkeit keine mehr vorgelesen. Nein, weil du mich nicht aufgefordert hast. Und übrigens sage ich dir gleich, ich habe schon gesagt, ich gehe jetzt fast, also jedenfalls sehr viele Samstage werde ich jetzt in den Pensionistenclub gehen. Was, ja? Bitte, ja? Einmal gut, aber viele Samstage und da lässt du dann mich hier allein? Wieso? Du bist am Samstag nie allein. Ja, wir sind doch immer alle bei dir. Ja, das ist es ja, was mich geschreckt. Du bitte, sei nicht so sarkastisch und so zynisch. Und außerdem, du weißt ganz genau, du weißt es so gut wie ich, dass es nicht genügt, dass es einem selber gut geht, sondern man muss sich auch um die anderen Leute kümmern. Und etwas von dem, was man hat, hergeben, was man manchmal im Überfluss hat. Und ich meine das nicht finanziell. Naja. Im Gegensatz zum guten Heinz, der das gute Menschsein trainiert, bist du wirklich ein guter Mensch? Nein, nein, das leugne ich. Ich bin kein guter Mensch. Ich versuche, einer zu sein, aber es gelingt mir eigentlich Zeit meines Lebens nie ganz. Ja, ja, das ist halt der Pech, wenn man mit einer Menschenfreundin verheiratet ist. Da muss man alles teilen. Ja, wieso? Und das magst du nicht so sehr? Es ärgert dich? Bei Geld oder bei Sachen ist mir das ganz egal. Zum Beispiel würde ich genauso wie der heilige Martin meinen halben Mantel teilen. Aha. Halt! Gilt nicht. Du tragst keinen Mantel. Ja, bitte, ist auch wahr. Also ich gebe den ganzen Mantel her. Nicht wahr? Aber bei Menschen ist das was anderes. Und speziell dich, Hila, dich will ich überhaupt nicht teilen. Aha, also für diesen Egoismus müsste man dich bestrafen, aber für diese Liebeserklärung sage ich danke. Ja, bitte, sagen Sie mal, wie schätzen Sie die Sache? Naja, das ist, ich schätze es gut. Man, Sie lächelt, er lächelt. Ja, ne? Ich glaube, wir haben ein gutes Werk getan. Ist es ein fröhliches Lächeln oder ein melancholisches Lächeln? Das kann man schwer sagen. Ich kann es nicht sehen. Das weiß man nicht. Weil sie neigt so ein bisschen zum Zynismus. Ja? Er ist ein Grübler, ein echtes Wiener Badl, nicht? Ja. Wie man sagt. Sag, was schaust du denn jetzt so zerrissen drein? Ja, ich denke. Oh, hey, wird das lang dauern? Naja, das weiß ich nicht. Du hast mir jetzt verboten, der Rosal zu dir zu sagen. Ja. Also gut, jetzt muss ich einen anderen Namen für dich finden. Also Kraut, Küche, nützlich, was? Petersilie. Petersilie! Nein, das geht ja auch nicht. Das ist ja schon ein wehleidiges Wort. Ja, wieso ist Petersilie ein wehleidiges Wort? Ja, jetzt hat sie ihn angekiffen. Nein, das ist ihr normaler Tonfall. So redet sie immer. Aber ich glaube, die beiden sind noch nicht ganz so weit. Wir müssen helfen einspringen. Nun, liebe Frau Sokol, lieber Herr Herbert, weht schon ein milder Frühlingswind durch die verliebten Herzen. Der Herr Heinz, Sie haben ein seltenes Talent, muss ich wirklich sagen. Ja, das freut mich sehr. Ich meine, ich habe das immer von mir gewusst, aber ich freue mich sehr, dass Sie jetzt auch drauf gekommen sind. Sie kommen in den komischsten Sachen, in den komischsten Augenblicken mit den blödesten Sachen. Also, Rosmarin! Was ist mit dem? Ja, das geht ja auch nicht. Das ist männlich. Ich brauche ja was Weibliches. Aber haben Sie doch, ich meine, in Gestalt dieses herrlichen Wesens hier. Ich meine, weiblich ist sie, die Sokol. Man kann alles über sie sagen, aber weiblich ist sie, da kann man Eisenband drüber fahren. Hättest du was dagegen, wenn ich dich mit dem Vornamen nenne? Ein Vornamen? Ja. Da sind sie erst. Na, mein Gott, wie man sie täuschen. Aber ja, beginnen Sie mit dem Vornamen, alles andere. Weißt, was mit dem zum Heurigen? Ja, das ist ja. Ich hier noch länger herin bin, da drei Jahre. Das ist eine gute Idee. Ja, also dann sollen wir vielleicht mitkommen? Nein, bei dem Heurigen ist wirklich nur Platz für zwei. Platz für zwei. Und zwar für den Herbert und für mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Sokol. Naja, jetzt glaube ich, haben wir doch was Gutes getan, nicht? Wir haben was Gutes getan, aber wissen Sie, verblüffend ist, dass es einem die Leute nicht ganz so danken, wie man es eigentlich erwarten hätte. Ja, das ist ja leider. Bitte, darf ich Ihnen jetzt, dass er die Gulatschen vielleicht... Oh, die man der Herbert in seinen Kummer zusammengefressen hat. Nein, bitte. Aber da habe ich noch eine. Bitte, da habe ich die Esterhazy-Schnitte, möchte ich Ihnen bitte anbieten. Ja, bitte, was halt weg muss. Nein, am schnellsten. Nein, bitte. Schau, da kann ich darf Sie erlauben, dass ich mit der Hand hier... Das mit der Hand ist also die Mondtorte ist die Mondtorte. Ja, wunderbar. Ich meine, das Essen habe ich mir ja nicht vorgenommen, mit dem Essen aufzuhören. Das darf ich ja nicht sagen. Und dann haben wir noch hier. Aber darf ich das vielleicht einpacken? Vielleicht. Und das eingepackt. Ich möchte es nicht berauben. Nein, das macht nichts verrechnet.